Zack, der hat bestimmt schon mal was vom Lindy Hop gehört, denn das ist der passende Tanz dazu. Und allen, die ihn noch nicht kennen, zeigt Lissy Ishak jetzt, wie es geht. Denn sie war gestern Abend in der Kulturwerkstatt in Paderborn. Dort wird regelmäßig Lindy Hop getanzt, mit allem drum und dran, so richtig schön nostalgisch. Ja, zu swingiger und jazziger Musik, da tanzt man Lindy Hop. Und das sieht genauso aus. Der Tanz wurde im letzten Jahrhundert in den 30er und 40er Jahren in New York in den großen Ballsälen getanzt. Und ich finde, hier in der Paderborner Kulturwerkstatt sieht es auch genauso aus. Und vor allen Dingen sehen die Leute auch so aus. Der Tanz an sich ist der Vorläufer unter anderem vom Rock'n'Roll oder auch vom Boogie Woogie. Und die Leute sehen tatsächlich aus wie in den 30er und 40er zurückversetzt. Ich versuche mal dazwischen zu kommen. Entschuldigung. Katja Knies, wie sind Sie dazu gekommen, diesen Tanz zu tanzen? Ich habe das irgendwann mal im Fernsehen gesehen, vor 15 Jahren, und fand das ganz toll. Und 10 Jahre später habe ich von den Jive Kids gehört und so bin ich zum Lindy Hop gekommen. Wie oft machen Sie das? Eigentlich jeden Freitag treffen wir uns zum Tanzen und alle 4 Wochen ist Paderhop. Jetzt sehen Sie auch wirklich so aus wie aus dem letzten Jahrhundert. Wo haben Sie denn die Klamotten her? Ganz normal aus dem Klamottenladen. Man muss halt ein bisschen schauen. Ja, und die Gemeinschaft hier, treffen die sich dann auch wirklich und zelebrieren so eine Zeit? Das ist eine ganz tolle Gemeinschaft. Daraus entstehen viele Freundschaften und ja, es macht einfach in der Gemeinschaft viel mehr Spaß. Ja, dann los, dann weiter geht's. Das Ganze ins Leben gerufen hat Volker Kukulenz. Der ist Bandleader der Jive Kids und auch Veranstalter hier. Herr Kukulenz, wie sind Sie drauf gekommen, das in Paderborn zu machen? Ja, ich spiele gerne Swing, ich tanze gerne Lindy Hop, es gab in Paderborn keine Gelegenheit. Dann habe ich gedacht, dann organisierst du es eben selbst und hier die Kulturwerkstatt ist ein guter Platz dafür. Und wie haben Sie die Leute zusammengetrommelt? Naja, man ist ja digital vernetzt, man kennt sich untereinander und ja, dann ergibt sich das. Aber irgendwann mussten Sie doch auch mal von Lindy Hop gehört haben und die Leidenschaft entdeckt haben. Ja, das kam über die Musik. Ich habe mal irgendwo gespielt und da kam ein Pärchen, die haben Lindy Hop getanzt und habe ich gesagt, das will ich auch. Sieht auch wirklich nach sehr viel Spaß aus. Wenn unsere Zuschauer jetzt sagen, ich will das auch machen, wie kommen sie dran? Ja, das ist eigentlich nicht schwer. Wir machen das hier einmal im Monat mit Band, zweimal im Jahr. Und Stichwort wäre Paderhop, also wie Paderborn, Paderhop, da findet man eigentlich alle Informationen. Wir geben immer einen Einführungskurs so vorweg für die Basics. Und wenn man das vertiefen will, dann findet man hier auch Mittel und Wege. Kann das jeder oder gibt es Menschen, die dafür nicht geeignet sind? Ach nein, jeder, der ein bisschen Rhythmusgefühl hat, der findet da schnell rein. Okay, also leicht zu lernen, macht Spaß und es gibt großartige Musik dazu, also gibt es eigentlich keinen Grund, nicht Lindy Hop zu tanzen. Das sehe ich ganz genauso. Damit kommen wir zu den kurzen aktuellen Geschichten vom